La journée franco-allemande, c'est d'abord une date symbolique puisque c'est l'anniversaire de la signature du traité de l'Élysée en 1963. Ce traité consacre une relation particulière entre la France et l'Allemagne et c'est devenu, depuis 2003, à l'initiative de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder, l'occasion d'une journée particulière où on célèbre l'amitié entre nos deux pays. Pour nous, im deutsch-französischen Jugendwerk, ist der 22. Januar Jahr für Jahr ein Festtag. Denn die Geburtsurkunde des DFJW war der Élysée-Vertrag. Vor drei Jahren wurde dieser mit dem Vertrag von Aachen bekräftigt. 9 Millionen junge Menschen konnten sich seit 1963 in deutsch-französischen Jugendbegegnungen kennenlernen und austauschen. Einer davon war auch ich. Und darum danke Élysée, danke Aachen.